Folge von Let's Play Together mit Idioten. Ich meinte mit... Was? Tinue, der blonden Göttin, keine Ahnung. Und Game Jane, dem ranzigen alten Holzfäller. Und ja. Mir, Elia Wald, dem Jane Gehirn der Gruppe. Jane hat den längsten. Warum ist eigentlich immer der gleiche Charakter? Das ist doch langweilig. Eugen. Weil er aussieht wie ich. Er strahlt eine gewisse Ausstrahlung aus, die von Freude und Kannst du aufhören, deinen Ohrenschmalz zu essen? Das ist widerlich. Mein Ohrenschmalz ist dekadent, möchte ich nur mal erwähnen. Jetzt sammelt einfach. Sammelt dekadent und wunderschön. Ich bin Baumsympathisant, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich hasse Bäume. Da sind Faultiere meistens drauf. Ich mag Faultiere. Wir sind ja auch Faultiere. Das ist mein Busch. Geh weg von meinem Busch. Den hab ich markiert. Oh, ich wollte nie an deinen Busch ran, es tut mir leid. Hier ist dieser super coole... ja, Alter, hat den die Jane wieder verschwendet beim ersten Tag. Aha, ich hab das weggenommen. Das hat was von Kentucky Fried Picks irgendwie. Ich hab was gefunden, Jane. Ich hab wieder die geheime Stelle, die ich das letzte Mal gefunden hab. Schau, was ich gefunden hab. Es ist so beeindruckend. Geil, esst du. Was für eine geheime Stelle, das klingt ja, jetzt so ein bisschen... Ja, schau dir das an, das schaut schon so merkwürdig also, aus. Ich kann nichts dafür, aber bei dir muss ich immer zweideutig denken. Hey! Arschloch-Truthahn. Das sind meine Büsche. Was ist das? Pflanze. Was ist eigentlich sammelt so der Plan? Also wir sammeln Flint, Steine. Und dann suchen wir uns... eine Lagerstelle. Aber erstmal sammeln wir Flint. Und Holz. Flint. Und Blumen, damit wir uns Blumenkränze ja. anziehen. Ja, und Blumen. Peace, Love and Harmony. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Neben den Fachbier. Liebe und Luft für alle. Ja. Also ich würde Luft privatisieren am besten. Privatisieren? Ich würde Faultiere. Ich würde eure Luft verpesten und pupsen. Das machst du schon. Ich weiß. Das ist keine Sache von Würde. Würde. Boah, sag das nicht. Wo sehe ich denn hier eigentlich nochmal diese Kackkarte, ey, sag mal. Auf M. Wie Map. Verarschst du gerade Tino, ey? Nein. Ich würde es niemals machen. Warum glaube ich dir das nicht? Ja, hab ich doch gesagt. Das hört sich an, als hättest du den Mund voll mit irgendwas. Ich will jetzt gar nicht so drauf eingehen. Also die Tino, die echt nur an perverse Sprühe klopfen hier. Ich kann nichts dafür, Mann. Avengers Assemble beim Tor. Alter, ich kann doch überhaupt nichts craften hier. Was soll denn das? Nenn mich nicht Alter, Alte. Ich bin älter als du, hör auf. Das sag ich doch, Alte. Bisschen ja, das mehr Respekt nicht vor so dem gerne. Alter. Nee, Frauen werden ja also, nur... Ich würde es gerne mal hören. Okay, du bist ich werde immer angeguckt und mir wird gesagt, ich bin noch nicht mal 16 und dann ist das einfach nur fies. Und dann weinst fies. Du. Fies! Ja, dann, ich hab sogar fast einmal gewollt deswegen. Wieso, Game Jam? Die hat meinen Ausweis einfach nicht. Also ich habe meinen Ausweis dahin gegeben und die hat gesagt, das bist du nicht, den hast du gefälscht. Und ich habe echt, ich wusste nicht, mehr, was ich machen fuck? Soll. Ja, du siehst halt so jung und frisch aus. Ja. Wie eine kleine Pfirsich. Bäckerin. Was? Guck mal, mit 50 findest du es toll. Ja, jetzt aber noch nicht. Ah, jetzt aber noch nicht, wie sie es auch noch sagt. Jetzt aber noch nicht. Ja, ihr Spackos. So wirklich. Ah, ich merk schon. Wo seid ihr eigentlich alle? Ich hab Angst, dass ich... Pfui. Hab doch gesagt, wir treffen uns beim Tor. Was ist das? Warum sehe ich so aus? Was? Oh mein Gott, ich bin ein Biber. Ich dachte, Justin? Justin, bist nein. du? Nein! Alter, ich nein! Kann, wir wollen nicht immer noch nicht genug Steine. Wo seid ihr? Ich möchte deinen Biber nicht sehen. Ich kann nicht mal mehr die Map öffnen. Wo seid ihr? Game Jam, ich möchte deinen Biber nicht sehen. Ich möchte es wiederholen. Rasiert den Biber! Beim Tor. Beim Tor. Rasiert den Biber. Rasiert deinen Biber, Mann. Ich glaube, ich bin immer nur in der roten Zeit, Biber. Oder was soll das heißen? Und was kann ich jetzt? Nix. Ja, ich kann gar nichts. Ich kann noch nicht mal meine Pickaxe hier craften. Ich finde ja noch nicht mal das Tor wieder. Wenn es kalt wird, kannst du bibbern. Das kannst du machen. Ich würde gerne den Wald abbrennen, um ehrlich Warum zu sein. Warum bin ich das Biber? Ich verstehe. Du kannst nicht abbrennen, du bist blond. Du hast die falsche genommen wieder.
Ja, aber ich mag die. Ja, da, oh doch, ja cool. Als Biber kann ich einfach mal Bäume viel schneller abhauen. Du Biber, geh jetzt zum Tor, also wirklich. Ja, ich finde das nicht. Biber, wo bist du? Du siehst es auf der Karte, das ist der fette Punkt. Ja, ich kann die Karte nicht öffnen, wenn ich ein Biber bin. Was? Was? Ja. Okay. Ah, da kann ich Bäume fällen ganz schnell. Ich hoffe, ich habe gleich alles für... Also wir machen uns mal ein Lagerfeuer hier. Ja, genau, das würde ich sagen. Vielleicht. Wir fangen schon mal an zu kuscheln, bis du da bist. Okay, ich gehe in die Dunkelheit und sterbe. Euch hier die Biberbäume. Fertig. Biberbäume. Nee. Das Doofe ist, ich kann nichts einsammeln oder so, wenn ich ein Biber bin. Ich kann nur die Bäume zerstören. Aber wir schneller sind BFFs. Als Biber Friends geil, forever. Zerstören ist gut. Oh, ich brauche noch Flint. Flintstone. Ich habe einfach mal aus Solidarität mitgemacht. Es ist total merkwürdig. Ich habe Angst. Und bist du meine Nuss? Ja. Guck mal, für euch ist jetzt ganz normal Nacht, oder? Ja. Ja, wo bist du denn? Und ich bin noch der Biber, der Bäume fällt. Ja, jedem das Seine. Oh Mann, ich muss mich ja hier im Ohr kratzen, ey. Was macht ihr denn da? Hast du Hunger? Guck mal, nein, kein Ohrenschmalz essen. Ich habe hier extra Beeren gebraten. Doch, Ohrenschmalz. Willst du meinen? Ja, gib her. So als Glasur. Ist das jede Nacht so? Wie geil ist denn das? Dann wollen wir gar keine Angst haben vor der Nacht. Oh, ist das doof. Jetzt will ich auch ein Biber sein. Ja, wir wollen alle Biber sein. Wir tanzen uns frei. Regentanz. Andersrum. So, jetzt kann ich ja irgendwie mal was machen hier. Das gibt's ja nicht. Irgendwas. Oh, hallo. Kleiner Biber. Klein. Wo ist der Biber? Können wir ihn töten? Essen? Alter, bäh, geh weg. Obwohl, jetzt schaut dein Charakter ein bisschen ähnlicher aus wie du. Boah. Ja. Haarig, dick. Riesenzähne. Wuschige Augenbrauen. Ich habe gerade wuschige Augenbrauen gehört. Die sind immer dauergeil, die Augen. Die springen alle an. Ich frage mich jetzt, wie lange ich jetzt dieser Biber bin und wie ich das... Was? Vor allem, ich habe Hunger. Du musst Anti-Biber-Potion nehmen. Warum hast du eigentlich die ganzen Bäume gefällt, aber das Loot hier gelassen? Weil ich das nicht nehmen kann als Ach so. Biber. Dann mache ich das jetzt mal. Ja, und was? Ich verstehe jetzt irgendwie nicht wirklich, was ich machen muss, damit das aufhört. Tja. Ich muss immer Biber sein. Was hast du denn gemacht, damit es passiert ist? Es ist nachts geworden und dann... Ja, ein Wehrbiber ist sie. Und jetzt laufen mir die ganze Zeit Monster hinterher. Ich brauche Steine, ey. Ich kann hier nichts machen. Ja, wir brauchen Flint. Ich glaube, ich brauche was. Aber ich habe nicht mal mehr ein Inventar. Was soll denn das? Oh, wie cool. Ja, Jim, das ist passiert. Hast du für immer hier als Biber rumlaufen? Hast du deine Axt hier liegen lassen, sag mal? Ja, kann sein, dass er die weggeschmissen hat. Juhu! Ich kann Freie was tun. Für alle. Ich bin nützlich. Ich bin total überfordert. Das kommt davon. Und das du Biber fragst mich, wieso ich denselben immer nehme. Gut nee, und bewährt. Ich glaube, das sollte ich nicht. Ja, aber er hat Haare, das. Oh. Nein! Nein, die Maulwürfe klauen unsere Flintstones. Nein! Tod den Maulwürfen! Ich helfe dir ein bisschen. Tod den Maulwürfen! Die Maulwürfe arbeiten mit Faultieren zusammen. Oh Mann, unsere Liste ist aber schon richtig lang. Maulwürfe, Faultiere, Panda-Bären. Panda-Bären sind das Schlimmste. Panda-Bären sind... Gegen Panda-Bären habe ich eigentlich nichts, aber... Nicht, wenn sie Züge fahren. Ja, danke. Lokführer Panda-Bären. Tut mir leid, ich kann gerade einfach nichts anderes machen als Bäume fällen. Ja, ich sammle, ich renne hinter den Herren. Tino, er sammelt sein Holz ein. Nein, jetzt kommt wieder so ein Monster. Ja, die Biber-Ausscheidung hier. Ist ja furchtbar. Biber-Ausscheidung? Du meinst Monster. Die Songs, die er macht, oder was? Ja. Die Songs. Scheiße. Die er mit seinem... Schnien. Sing was. Irgendwas. Ein Justin Bieber-Lied. Dreh den Swag auf. Oh, ich habe kurz in den Spiegel gesagt. Ich nehme alles zurück, das war ein Fehler. Yeah, I'm getting money. Oh. Au. Ich habe es besser gesungen als im Original, ja? Mhm.
Mein Hund könnte ich besser singen. Ich habe zwar weder das Lied noch den Interpreten erkannt, aber okay. Honey Boy. Also bitte, dass du das nicht kennst. Das ist sehr enttäuschend gerade. Das ist der schlechteste auf dem Das spricht ja für Tino, dass sie das nicht kennt. Und gegen dich. Naja, ich war gestern schon ein bisschen verstört hier mit diesem... Also mir schon ein bisschen langweilig hier Japaner mit... Japaner in Sailor Moon-Uniform. Nice Bee. Ja. Ach ja. Oh, das sind Bienen. Nein! Nein! Not the bees! Not the bees! Okay, schreib Bienen auf die Liste, ey. Vielleicht sollte ich irgendwie mal googeln, was ich... Die machen doch gar nichts, wenn du sie in Ruhe lässt. Ich mag aber keine Bienen. So. Ich sterbe. Bienen sind nützlich. Bienen lassen die Hummeln blöder aussehen, weil sie dünner sind. Das ist nicht okay. Bist du hummelsolidarisch oder was? Wo zum Teufel... Oh nein, ich hab Hunger wie Sau. Warum das denn? Wenn ich gleich tot bin, ne, dann habe ich was ausprobiert. Ja, okay. Oh nein! Mein Geist ist ja voll süß! Was? Ein bärtiger Geist oder was? Oder ein Bibergeist? Ja, ein Bibergeist. Also ich muss sagen, diesen Charakter nehme ich nie wieder, bis ich verstanden habe, was das jetzt für eine Kacke ist. Ja, dann müssen wir aber die Welt neu starten. Nein, ich kann doch einfach neu joinen, oder? Ja, versuch's mal. Weißt du, ich versuch mal. Ja, versuch mal. Euch überhaupt zu zeigen, wie cool ich jetzt aussehe. Ja, ja. Aha. Ich laufe jetzt erstmal zum Gate. Wo seid ihr denn? Zum Stargate. Das war das komischste Don't Starve Together Spiel, was ich jemals hatte. Was? Runde. Es war ein bisschen biberlastig. Ja, es war ein bisschen merkwürdig und ich wusste nicht, was ich tun soll. Das war zu viel Biber für meinen Geschmack. Ja. Was bist du denn für eine? Was zum... Okay. Sieht süß aus, ne? Nee. Heiliger Biber. Ist ihr voll süß aus? Betet mich an. Ich könnte mich jetzt natürlich... Ja, aber dann bist du immer noch ein Biber. Und weißt du immer noch, was du machen musst. Vielleicht sollte ich mal, weil ich bleib mal hier. Vielleicht solltest du googeln. Was soll ich als Biber machen? Genau. Was soll ich als Biber machen? Was, ich kann das kochen? Was ist das denn? Bleib jetzt einfach mal bei euch stehen, als Bibergeist. Was ist denn eine Börschnatt? Da kannst du essen und verbrennen. Ja, aber was ist das? Ich will nichts essen, von dem ich nicht weiß. Egal, das hat was mit Bitches zu tun. Einfach in den Mund damit. Bitchnatt. Das ist eine Bitchnuss. Solange es reinpasst, esse ich's. Okay, so. Das können wir mal so stehen lassen. Ach ja. Was will ich denn mit dem Scheißding hier? Okay, warte mal. Lamba. Ja, nee. Das ist ein Ding. Bleibt der jetzt hier, dieser Justin Bieber Geistverschnitt? Ja. Ich bleib mal hier ein bisschen und google, was das für eine Scheiße soll. Habt ihr eigentlich schon die Folge beendet, die erste? Nö. Das ist jetzt ja, weil die Jane biebert sich da rum. Das war die spannendste Folge ever. Okay? Ja, dann sag mal tschüss, kleiner Geist. Tschüss, kleiner Geist.